Trotz Freunde, Familie und Schule war ich immer auf mich allein gestellt. Für mich war die Zeit als Teenager eine schwere Zeit, doch ich entdeckte etwas, das mir half, aus dem Alltäglichen zu entkommen. Das Zocken. Für viele ist Zocken nur für Außenseiter eine unnötige Zeitvertreib oder sogar eine Sucht. Für mich ist es eine Leidenschaft. Ich konnte sein, wer ich sein wollte und nicht der, den andere wollten. Selbst wenn es heute nicht mehr so extrem ist wie früher, zocke ich jedoch immer noch gerne. Es war ein langer Weg zu dem, der ich heute bin. Und ein Teil davon bist du. Herzlich willkommen zu meinem Whiskerbase, gebt euch die Chance. Whiskerbase, gebt euch die Chance. Ich hab sie! Schlimm, wie du kennst! Leute fragen mich des Öfteren, wer sind deine Kindheitshelden? Was war früher dein Vorbild? Ich denke, ich spreche für die meisten, wenn ich dir und den anderen sage, dass ihr für uns früher neben Superman, Spider-Man und den anderen auf eure eigene Art und Weise auch ein Held wart. Und desto länger dieses Video hier sich zieht, wird es immer mehr und mehr Zeit für eine andere Stimmung. Hey Leute, herzlich willkommen zum 100 Abonnenten-Special. Er unterhielt. Er wurde größer. Er wurde der Beste. Ich werd die Wand weg! Mann Gott, ey, er hätte nur zwei Kugeln auf mich! Ja, Mann! Double Life! Hallo und herzlich willkommen YouTube zu meinem heutigen Video auf meinem Kanal und ich freue mich schon mal mega, dass du bis hierhin eingeschaltet hast bzw. dran geblieben bist. Macht mich mega, mega happy. Egal wer du bist, egal warum du hier bist, auf jeden Fall mega nice. Also Leute, das was ich jetzt sage, ist nicht so wirklich das standardgemäße im Humor behinderte Kommentar, was ich sonst immer hochlade, weil ihr wisst ja, ich habe den besten Humor der Welt. Sondern das ist mehr so eine Vorstellung, falls Whiskerbase Anton, also falls du das siehst, würde ich mich einfach nur kurz vorstellen, weil ich denke, das ist ganz angebracht in diesem Video. Ja Leute, also ich bin 17, wer es wusste oder wer es nicht wusste, hier wisst ihr es. Das hat absolut keinen Sinn ergeben, aber egal. Ich komme aus Norddeutschland, meine Hobbys sind, juckt zwar sowieso keinen, aber filmregisseurmäßig so möchte ich mich in diese Richtung auf jeden Fall entwickeln. Und YouTube, das sieht man ja hoffentlich auch auf meinem Kanal, wenn nicht, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Und ja, ich versuche einfach mit Humor, wenn man das so nennen kann, ich meine Humor ist es ja irgendwie nicht, versuche ich einfach Leute zu unterhalten. Und laut der Resonanz funktioniert das ja ganz gut, also nochmal mega fettes Danke an euch. Apropos Real Life, falls das irgendjemanden interessiert, warum ich hier kein Facecam Real Life oder so mache, ich habe mir das für ein Abo-Special aufgehoben, weil ich finde, das ist eins der besten Abo-Specials, die man machen kann. So erstmal so ein bisschen mit der Stimme überzeugen und irgendwann einfach das geile Gesicht hinzufügen. Ah, ja, danke, dass Video geschaut habt. Ich beende es jetzt einfach mal hier so. Ich denke mal, das kann man so lassen. Ansonsten schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das fandet und liked das Video. Liked es. Vergewaltigt den Like-Button. Ansonsten haut rein. Ich wünsche euch einen mega schönen Tag und Peace. By the way, Anton, falls du das überhaupt irgendwann sehen solltest, möchte ich dir jetzt nicht so krass in den Arsch kriegen, aber ich finde das mega nice, dass du so eine Aktion startest. Und ja, das war's jetzt aber auch.